Die Nachricht hat selbst die erfahrenen Branchenprofis kalt erwischt. Donald Trump kippte mit seinem Dekret Klimaschutzregeln in den USA. Künftig müssen Behörden bei Entscheidungen nicht mehr die Auswirkungen des Klimawandels bedenken, heißt es. Nun wussten die Gäste des parlamentarischen Abends des Wind Energy Network im Schweriner Schloss Bescheid. Offenbar muss Deutschland allein die Führung im weltweiten Kampf gegen die Erderwärmung und den CO2-Ausstoß übernehmen. Bis auf einige wenige Klimawandelleugner aus der rechten Ecke spielt hierzulande niemand mit dem Gedanken, die Erzeugung von nachhaltigen Energien einzuschränken. Deren richtige Förderung jedoch haben die Experten trotzdem bemängelt. Hier hat die Bundesregierung auch mit dem letzten EEG eben nicht den großen Wurf gelandet, sondern wir fahren hier mit gebremster Handbremse. Und das passt nicht zusammen. Also die Ziele sind klar, aber der Weg liegt noch im Dunkeln. Als man sich entschieden hat, in die Energiewende einzutreten, ging es sehr zögerlich los. Das Konzept war ganzheitlich nicht fertig. Jetzt sind wir da auf ganz gutem Wege, aber die Zeit, die uns vorne gefehlt hat, die haben wir noch nicht ganz aufgeholt. Knapp 1018 Onshore-Windenergieanlagen produzieren momentan in Mecklenburg-Vorpommern nachhaltigen Strom. 101 Offshore-Anlagen drehen ihre Räder in der deutschen Ostsee. Bis 2025 soll MV einen Anteil von 6,5% der nationalen Stromversorgung übernehmen. Eine verstärkte Expansion auf der Fläche wird allerdings in der Bevölkerung oft kritisch beäugt. Alternative und innovative Lösungen müssen her. Es gibt Untersuchungen, dass ab einer Nabenhöhe von 100 Meter jeder zusätzliche Meter 0,5% mehr Windausbeute bringt, sodass man, wenn man 50 Meter höher bauen würde, man 25% mehr Windertrag bringen könnte. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges ökonomisches Argument. 130 namhafte Unternehmen und Institutionen aus ganz Deutschland sind seit der Gründung 2005 dem Wind Energy Network beigetreten. Der Verein versteht sich als Plattform der gesamten Wertschöpfungskette der Branche. Durch ein aktives Networking werden neue Aufträge generiert. Ein Teil davon geht nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Wirtschaft im Lande profitiert davon. Wir werden in Berlin eine Leitwarte einrichten, was völlig neu ist für diese Art Service, bei der wir praktisch von der Plattform sämtliche Daten bekommen. Nicht um eingreifen zu können, aber um die Daten auslesen zu können, durch eigenentwickelte Programme laufen zu lassen, um bevor etwas kaputt geht, zu erkennen, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist und wir dann unsere Mannschaften losschicken können, nach dem Rechten sehen und im Prinzip für den Kunden an der Stelle auch Geld sparen können. Selbst wenn die USA aus dem Klimaschutz aussteigen, bleibt Deutschland garantiert mit dabei. Mecklenburg-Vorpommern leistet einen wichtigen Beitrag dazu und dieser nimmt immer mehr zu an internationaler Bedeutung.